Hi Boris, sag mal, sind wir jetzt zum letzten Virus endlich losgeworden? Ja, das allerletzte Exemplar des Virus ist hier in dieser Diskettenbox sicher aufbewahrt. Mhm. Lass mal sehen. Aber ganz, ganz vorsichtig, ja, damit nichts passiert. Mhm. Oh mein Gott, der Virus ist in Tonis neuer Kamera. So ein Mist. Ah, schnell, den Vorspann. Vielleicht kriege ich ihn bis zur ersten Moderation raus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimedia-Leserbriefe. Diesmal kämpfen wir mit leichten technischen Problemen mit unserer neuen Kamera. Also Sie brauchen nichts an Ihrem Gerät zu ändern. Ihr CD-ROM ist völlig in Ordnung. Das kriegen wir gleich in den Griff. Genau, in dies der erste Leserbrief, frisch vom Stapel, schreibt uns Christian Schwinder aus Babenhausen. Sag mal, bei den letzten oder vorletzten Multimedia-Leserbriefen, ich kann mich nicht mehr so genau entsinnen, lief da nicht ein gewisser Gregor Neumann durchs Bild? Und wenn er es wirklich war, was hat er in den letzten Jahren eigentlich alles gemacht? Da können wir nun ein aufsehenerregendes Videodokument zeigen, das Ihnen genau beschreibt, wo sich Gregor in den letzten 5 Jahren unfreiwillig aufgehalten hat. Das ist ja interessant. Ein Cyberspace-Programm? Moment, was steht da? Press any key to enter? Ja, probieren wir es doch mal. Hallo! Oh, hi! Hey, schau mal, was ich hier habe! Was ist das? Das ist die alte Festplatte von Gregor! Super! Bau sie ein, sofort! Okay, wir schauen, was drauf ist! Genau! Gleich habe ich es geschafft! Hallo! Hier bin ich! Holt mich hier raus! Hey, das ist doch Gregor, oder? Wahnsinn, das ist wirklich, ja! Das darf doch nicht wahr sein! Drück die Escape-Taste! Die Escape-Taste! Puh. Oh Mann! Jungs, vielen Dank. 5 Jahre gefangen in EGA-Grafik. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er soll froh sein, dass er nicht in einem Amiga gefangen war. Da hätten wir nämlich nie mehr nachgesehen. Da ist er also wieder und ich bin sicher, wir werden von Gregor in der nächsten Zeit noch viel hören und sehen. Jetzt müssen wir aber ein ganz anderes, sehr ernstes Thema ansprechen. Die Sommerzeit ist zugleich auch die Reisezeit. Doch was passiert, wenn die Familie den langen Weg in den Süden macht und keiner zu Hause auf die Hardware aufpassen kann? Immer mehr PCs werden einfach ausgesetzt. Aber zum Glück gibt es noch barmherzige Seelen, die sich dieses Themas annehmen. Und ich bin froh, dass wir Ihnen heute ein Pilotprojekt vorstellen dürfen. Wer will mich? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Wer will mich? In den Mittelpunkt unserer heutigen Ausgabe haben wir ein sehr trauriges Thema gestellt, von dem Sie sicherlich auch schon gehört oder vielleicht gelesen haben. Verlassene Heimcomputer. In letzter Zeit nimmt dieses Thema leider überhand. Es geht genauso wie bei den Tieren. Die Herr und Fraulis kümmern sich nicht mehr, haben sich ein neues Exemplar zugelegt und dann wird der alte eben abgelegt. Wir wollen uns in dieser Ausgabe mit diesen armen Exemplaren befassen. Vielleicht reicht mir dann jetzt gleich der Herr Findeisen unser heutiges kleines Exemplar, das wir Ihnen vorstellen möchten. Bitte schön, Herr Findeisen. Jo. Ein ganz schwerer Brocken ist es. Dankeschön. Und das ist, Moment, jetzt muss ich schnell schauen, das ist der Asi. Wir haben ihn gefunden in einem Dachgeschoss in Oberbayern, wo er zurückgelassen wurde von seinen Vorbesitzern. Die haben sich einem neuen Computer zugewandt. Er ist nicht mehr der Jüngste, er ist ein bisschen träge, er vergisst manches. Aber schauen Sie ihn sich an. Er hat ein seidig schwarzes, glänzendes Kleid. Er ist sehr kinderlieb, er ist ruhig, piepst höchstens einmal ein bisschen. Er ist sehr genügsam, er braucht ein paar Watt am Tag und nicht mehr. Und ich würde Sie wirklich bitten und ich appelliere an Ihr Mitgefühl, wenn Sie denken, dass der Asi, kommt zeitlich einmal ein bisschen, in Ihre Familie passen würde, bitte melden Sie sich bei uns. Unsere Telefone sind jetzt wieder besetzt. Wir prüfen jeden Anruf sorgfältig und melden uns bei Ihnen. Und ich hoffe sehr, dass der Asi heute ein gutes Platz findet.
Bitte bedenken Sie. Über viele Jahre hinweg war Ihnen Ihr PC ein treuer Freund und Gefährte. Deswegen lassen Sie ihn bitte auch im Alter nicht im Stich. Es fällt mir jetzt wirklich nicht leicht, nach diesem traurigen Beitrag zu einem etwas martialischen Thema überzuschwenken, aber es muss wohl sein, denn es gibt ja Jungle Strike, das aktuelle Gremlin-Helikopter-Action-Game. Und bei Jungle Strike gibt es jede Menge teure, aufwendige Videosequenzen mit super professionellen Schauspielern und Sprachausgabe. Aber in letzter Sekunde wurde diese Sprachausgabe geändert. Aber wir bei PC Player Plus, wir haben für Sie Gremlins Jungle Strike im Originalton. Ganz schön hell. Nun, drum habe ich mir eine neue Sonnenbrille gekauft. Boss, jetzt geben Sie doch nicht wieder mit Ihrem 700-Mark-Gestell an. Keinen Pfennig dazu bezahlt. Sie sind der größte Diktator des ganzen Pazifik und Sie besorgen sich Ihre Sonnenbrille immer noch bei Schielmann. Obwohl, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da sollte ich vielleicht auch hingehen. Kann man sicher jede Menge Geld sparen. Sag mal, Schweiger, kriegst du dann nicht heute noch deine Kamera-Bildprobleme auf die Reihe? Ich probiere es. Nervt alles furchtbar. Ein bisschen pronto. So, wir sind wieder auf Sendung. Das Frühjahr nähert sich seinem Ende, der Sommer kommt schon mit großen Schritten und da fragen uns natürlich eine ganze Menge Leser, wie ist das eigentlich mit dem Frühjahrsputz? Muss man in seinen PC reinigen? Reinlich wie sie sind die Redakteure von PC Player natürlich Experten für dieses schwierige Thema. Und rein zufälligerweise hat der DMV-Verlag auch gerade seine jüngste Videodokumentation fertiggestellt, die wir Ihnen exklusiv jetzt zeigen. Zugleich ist es der Abschluss der heutigen Folge der Multimedia-Leserbriefe. Wir sagen auf Wiedersehen mit unseren praktischen Tipps zum PC-Frühjahrsputz. Es ist übrigens ganz witzig, ich habe gerade Florian getroffen und mit seiner Band ganzen Schatten und tritt aber nichts mit Worte, was wir schon von Niederbayern haben. Ich hab den Virus. Hey, wir können alles nochmal drehen. Jetzt ist das Bild nochmal sauber. Nochmal drehen? Ja. Was hast du gedacht? Nächstes Mal ist das Bild sauber. Jetzt gehe ich heim. Es ist 4 Stunden. Ich habe einen Termin bei meinem Psychotherapeuten. Das ist wichtig. Jungs, bitte. Das könnt ihr nicht machen. Nee, vergiss nicht, das Licht auszumachen und Staub zu saugen. Jungs. Bis zum nächsten Mal. Nein. So, jetzt seid ihr wieder drauf. Oh, okay. Der Frühjahr neigt sich. Der Frühjahr. Wir haben neue... drei weitere Moderationen. Achso, Entschuldigung. Der Frühjahr... Nicht schon wieder, nein. Alles okay im PC, rufen Sie jetzt an. Schneider, Mobilservice. Rum, rum. Einziger Mobilservice ohne Führerschein. Das Frühjahr neigt sich seinem Ende zu. Der Sommer kommt ins Schland. Zwei Buchstaben, immerhin. Zwei Buchstaben für Schneider. Hätte ich gerne ein E und ein R. So, ihr seid wieder drauf. Virtual Redaktion. Wir sind da und wir sind doch nicht da. Kannst du mich sehen? Hey, servus. Hey, schau mal, was ich hier habe. Was ist das? Das ist die neue Festplatte von Gregor, beziehungsweise die alte. Denn wir nähern uns wieder der Sommerzeit. Die Sommerzeit ist die Reisezeit. Aber leider, leider wird zur Sommerzeit zu viel Geschwafel. Herr Schneider, was sagen Sie zur zunehmenden Verrohung in CD-ROMs? Ich mag meine CD-ROMs lieber gar. Summertime.
Mac Futur ist dreieinhalb Uhr. Was ich schon immer mal über Toni sagen wollte. Und jetzt haben wir die einmalige Gelegenheit zu sagen, von wegen Virus, der Kameramann Toni Schweiger, nie im Leben, wenn Sie ihn für Ihre Hochzeit buchen wollen, Sie würden es beurteilen, wo Toni liegt. Sequenzen mit super Schauspielern und deutscher Sprachausgabe. Die ist gar nicht deutsch, hört man halt ein. Und Christian von D. aus München fragt uns, was passiert eigentlich mit meinem PC, wenn ich ihn zu schnell tune?